Herr Mayer, zunächst die Frage zur Radar-Hochbrücke. Inwieweit können Sie da dänische Schützenhilfe gebrauchen, wenn es darum geht, in Berlin ein gutes Wort einzulegen? Ich habe die dänische Kollegin darüber informiert, dass wir bis Sommer nächsten Jahres ein Gutachten vorliegen haben, was uns sehr genaue Auskunft geben soll über die weitere Lebensdauer der Brücke. Und wenn es darum geht, dass es nur noch 15, 20 Jahre hält, dann werden wir sofort den Weg zum Bund gehen müssen, um über ein Ersatzbauwerk zu reden. Und darin hat mich die dänische Kollegin ausdrücklich unterstützt. Heute das Thema Maut auf Bundesstraßen für Lkw. Im Pressetext steht schon, dass Sie das ausdrücklich befürworten. Teilen Sie nicht die Befürchtungen der Kreise, der Kommunen, eventuell, dass dort Verkehre ausweichen werden? Also zunächst einmal zur Ausweitung der Lkw-Maut. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen zum Erhalt der Infrastruktur in Deutschland. Das haben wir immer gesagt. Beruht auch auf einem Beschluss der Verkehrsminister der Konferenz der Länder einstimmig. Insofern bin ich zufrieden damit, dass dies in den Koalitionsvereinbarungen steht. Allerdings müssen wir sehr genau gucken, gibt es Mautausweichverkehre auf Landesstraßen, auf Kreisstraßen? Das werden wir sehr genau beobachten, genauso wie das ja bei Einführung der Lkw-Maut von Autobahnen auf Bundesstraßen geschah. Allerdings sehe ich hier nicht so eine große Verdrängung, wie das einstmals, wie gesagt, von Autobahnen auf Bundesstraßen geschah. Aber wir werden genau hingucken. Das heißt, wir müssen gucken, heißt, dass wir vielleicht Bundesstraßen ausnehmen oder dass womöglich Kreisstraßen auch mautpflichtig werden? Wir haben auch als Verkehrsminister für die Zukunft nicht ausgeschlossen, dass in einem weiteren Schritt auch Landesstraßen und Kreisstraßen in eine mögliche Lkw-Maut mit einbezogen werden. Aber das ist jetzt ein Schritt nach dem anderen. Zunächst mal die Ausweitung auf die Bundesstraßen, den Prozess beobachten und dann die Diskussion darüber führen, ob es weiter ausgedehnt werden soll. Fehmarn-Belt haben, wenn Sie noch mal vergleichen, die Bemühungen auf dänischer, auf deutscher Seite, was die Hinterlandanbindung anbelangt, ist da besser aufgestellt? Eindeutig Dänemark. Weil wir erleben werden möglicherweise, dass im Jahre 2021, 2022 der Tunnel fertig ist. Und was meine große Befürchtung ist, dass wir auf deutscher Seite nicht hinreichend aufgestellt sind. Das gilt sowohl für die Fehmarn-Sund-Querung, die dringend modernisiert werden muss, als auch für die Schienenanbindung. 30 Millionen für die Westküste kommen jetzt relativ, ich sag mal, überraschend. Was werden das für Mittel sein? Also wir haben das mit vielen Gesprächen mit Brüssel vorbereitet, weil das ein neues Modellprojekt ist, das Brüssel gerne in den Regionen sieht. Wir haben mit der Westküste eine Region, die wir gut erklären können, mit einem besonderen Profil. Wir haben die Westküsteninitiative. Wir haben damit die Möglichkeit, viele Ideen in konkrete Projekte umzusetzen. 30 Millionen Euro für die nächsten 7 Jahre. Es geht um 2 Schwerpunktbereiche, um ein klares Profil. Energiewendeland heißt Investitionen in die Energiewende bis hin zu Speichertechnologien entwickeln, wie man intelligente Netze gestaltet. All dies spielt da eine Rolle. Und das Zweite ist der Schutz natürlicher Ressourcen, den wir aber insbesondere im naturnahen Tourismus und im Gesundheitstourismus sehen. Und hier gibt es viele gute Ideen in der Region, die wir damit unterstützen wollen. Das Wichtige ist, dass wir das mit der Region selber auch genau noch definieren wollen. Das heißt, mit dem Westküstenbeirat, mit den Akteuren in der Region. Denn es ist ganz entscheidend, dass diese Ideen aus der Region kommen, wie man sich weiterentwickeln will, wie man sich profilieren will an der Westküste.